Was geht ab, Leute? Nerdolet Games hier und willkommen zu einer weiteren Wochenvorschau, wo ich erzählen werde, was ich letzte Woche so gezockt habe und was die Woche noch so kommt. Und bevor wir überhaupt starten, frohes neues Jahr erstmal. Ich muss es nochmal sagen, denn wir haben es in der Wochenvorschau dieses Jahr noch gar nicht gesagt. Es ist die erste Wochenvorschau im Jahr 2014 und 2014 wird ein absolut krasses, gigantisches Jahr und ich freue mich auf euch wirklich wahnsinnig. Es wird richtig genial. Was ich leider nicht so genial finde, ist, dass der Januar so trocken aussieht. Das ist furchtbar. Das hatten wir letztes Jahr selbst noch nicht mal. Es ist normal. Das Jahr startet langsam, die ganzen Spiele kommen erstmal langsam raus und das dauert halt ein bisschen, bis das Ganze so in Fahrt wieder kommt, aber es sieht relativ trocken aus bis März, muss ich ehrlich sagen, aber dafür haben wir richtig heftige Blockbuster-Titel in den Monaten versteckt, außer im Januar, aber da werde ich gleich drüber sprechen. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht in 2014, habt eine Menge Party gemacht, ordentlich gezockt und seid einfach nur heftig abgegangen, wie es auch immer sein soll. Fangen wir erstmal ganz von vorne an. Ich spiele natürlich noch NAC weiter. Irgendwie komme ich da nur schleppend voran in NAC. Ich weiß auch nicht warum, aber ich bin fast am Ende. Irgendwie Kapitel 11 und 13 ist jetzt der Schluss und dann war es das erstmal mit NAC. Es ist ein cooles Spiel, es macht immer noch Spaß, aber so langsam könnte das Spiel echt mal zu Ende gehen, denn irgendwie zieht sich das gerade so wie Kaugummi und teilweise nervt mich das einfach nur. Aber nichtsdestotrotz, ich habe Retro-Let's Plays gestartet. Ich habe es letztes Jahr eigentlich schon gesagt, dass ich die starten möchte. Aber wie ich gerade gesagt habe, letztes Jahr, da kamen wirklich die Spiele raus. Und habe ich mir gedacht, okay, wir verschieben das Ganze nochmal und ich konzentriere mich auf die Spiele, die halt rauskommen. Aber dieses Jahr sieht es wirklich anders aus. Wir haben relativ wenig Spiele und was ich auch so lustig finde... Was ich auch so lustig finde, ist, jemand von euch hat geschrieben, die neuen Konsolen sind draußen und er startet Retro-Let's Plays. Da habe ich mir auch so gedacht, das stimmt, weil es kommt nichts raus. Die neuen Konsolen sind draußen, die Starttitel sind erschienen und ich glaube, das nächste Xbox One-Spiel haben wir im Februar. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau, wann, mit Titanfall auf jeden Fall im März, so viel ist sicher, aber es kommt nicht viel raus, wirklich nicht. Und es ist so trocken, da habe ich mir gedacht, okay, wir starten Retro-Let's Plays und ich habe mit Doom 1 angefangen, mit der ersten Episode, Knee Deep in the Dead. Und ich werde natürlich alles durchzocken, die ganzen Episoden, Doom 2, die ganzen Episoden. Und dann gehen wir natürlich auf Doom 3 zu, da habe ich schon richtig, richtig Lust, denn das ist wirklich so richtig creepy, nicht so auf Action ausgesetzt. Und ich kann es auch wirklich kaum erwarten, bis Doom 4 endlich rauskommt, das wurde ja irgendwie... nicht wirklich angekündigt, aber es soll in Entwicklung sein. Ich bin auf jeden Fall gespannt, aber ihr habt es wirklich cool aufgenommen. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Super viele Daumen hoch bekommen, also ich bin begeistert. Zeigt einfach nur, dass es euch super heftig gefällt. Also ich mache auf jeden Fall damit weiter. Und ich habe mir auch so gedacht, ein paar Klassiker werde ich auf jeden Fall auch spielen, je nachdem wie viel Zeit halt da ist. Euch so ein bisschen erzählen. Was ich so erlebt habe halt in meiner Kindheit, zur Zeit, wo ich das Spiel so gespielt habe, wie ich das Ganze so empfunden habe. Ich denke, das ist schon ziemlich interessant und ich werde daraus eine ganze Serie so machen. Sollte auf jeden Fall genial werden. So, genug Retro, sprechen wir jetzt über die Spiele, die in der nächsten Zeit so kommen werden. Erstmal über den Januar, da haben wir Assassin's Creed Liberation, was von der PS Vita auf die großen Konsolen geportet ist, wird in HD, so, wir haben Dragon Ball Z, Battle of Z, werde ich mir auf jeden Fall holen, denn ich finde die Dragon Ball Spiele sind so dermaßen krass, die sind immer so richtig over the top und richtig einfach nur auf die Fresse, aber die werden schnell langweilig, muss ich sagen, also, einmal spielen ist okay, aber so richtig langzeitmäßig wird das garantieren nichts. Wir haben Tomb Raider, was jetzt für PS4 und Xbox One nochmal rauskommt in einer frischen HD-Version, warum auch immer. Und das war's auch schon. Das war so ziemlich der Januar. Wir haben noch Metal Gear Rising Revengeance, das kommt für den PC raus. Kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Jeder, der meine Top 10 gesehen hat, wird wahrscheinlich verstehen, warum. Aber holt's euch, es kostet irgendwie nur 16 Euro auf Steam, also checkt's direkt aus, ist ein super cooles Spiel. Okay, der Februar. Im Februar haben wir lustige Sachen, wie zum Beispiel Lightning Returns am 11. Dann haben wir noch Lords of Shadows, dann haben wir Thief und wir haben Tropical Freeze. Natürlich Donkey Kong Country Returns habe ich gespielt auf der Wii. Nicht ganz durch, aber das ist ein super Spiel von Retro Studios entwickelt. Steht auch nochmal hinten schick drauf. Retro Studios, habe ich schon öfters gesagt, sind für mich... die neuen Rare-Leute, denn wer sich daran erinnern kann, Rare hat in den 90er Jahren wirklich super geile Spiele gemacht, wie Banjo-Kazooie zum Beispiel, Conker's Bad Fur Day haben die, glaube ich, gemacht, all diese Klassiker. Und ich finde, Retro Studios verkörpert das heutzutage sehr, sehr gut, also die sind für mich auf jeden Fall das neue Rare-Studio. Und bin mir nicht ganz sicher, ob ich Tropical Freeze im Koop-Modus spielen werde, aber ich werde es auf jeden Fall spielen, so viel ist sicher. Lords of Shadows 2, meine ich auch damit, Castlevania natürlich. Werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen, ob ich spielen werde. Definitiv ja, denn Februar ist, da ist auch wirklich nicht so. Ich habe mir nur die Sachen rausgeschrieben, die für mich interessant sind. Und Thief kommt ein neuer Teil für raus.
Die meisten müssen das eigentlich noch von euch kennen. Das kam irgendwo 98, 99 rum raus. Dark Project hieß der erste Teil davon. Und ich war sehr begeistert. Ich habe nur die ersten beiden Thief-Teile gespielt. Aber die fand ich richtig genial. Sehr coole Schleichelemente, halt Thief im Mittelalter und alles. Das ist sehr, sehr cool gemacht. Den dritten Teil konnte ich nicht wirklich viel anfangen. Den habe ich mir mal angeguckt, aber nie wirklich gespielt. Aber jetzt, der neue Thief-Teil, der sollte wirklich, wirklich geil werden. Garrett kommt zurück. Aber ich hoffe, dass der Teil nicht so kaputt gestampft wird, wie die es meistens machen mit neuen Serien. Irgendwie Spiele einfacher machen, Microtransactions reinkloppen. Irgend so ein Mist auf jeden Fall. Aber wir gucken uns das erstmal an. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nichts über das Spiel. Hab auch relativ wenig gesehen. Schauen wir auf jeden Fall mal. Ich freue mich auf Thief. Okay, der März. Wir haben im März South Park, The Stick of Truth. Ist klar, wird sowieso verschoben werden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Gameplay von dem Spiel gesehen, ich habe die Trailer gesehen und mich begeistert das ehrlich gesagt gar nicht. Das sieht ehrlich gesagt sehr, sehr qualitativ nicht so fein aus. Aber werde ich mir auf jeden Fall auch anschauen. Ich bin ganz, ganz gigantischer South Park-Fan. Ich finde South Park ist so lustig. Simpsons mag ich, aber die neuen Folgen sind nicht so wirklich das Tollste für mich. Aber South Park fand ich schon immer genial. South Park ist auch weiterhin super lustig und kann man sich online auf deren Website wirklich kostenlos anschauen, was ich absolut genial von denen finde. Also, The Stick of Truth wird garantiert lustig und wird dieses South Park-Feeling hundertprozentig bekommen. Aber qualitativmäßig müssen die nochmal richtig nachstampfen, finde ich. Das ist noch nicht so richtig das Gelbe vom Ei, aber ich denke, da kommen die hin. Das wird hundertprozentig nochmal verschoben werden. Da bin ich mir sicher. Dann haben wir Dark Souls 2. Oh ja, ich bin ein nicht so großer Dark Souls-Fan. Vielleicht schreckt mich der Schwierigkeitsgrad ab, denn ich weiß nicht, ich habe es vor kurzem angefangen zu spielen, ich hatte es auch ehrlich gesagt vor zu streamen, habe es aber erstmal nicht gemacht, weil ich derbe Sacke in dem Spiel, aber richtig heftig und ich muss mich erstmal orientieren, ich muss erstmal gucken, wie mache ich das Ganze, ohne heftig drauf zu gehen die ganze Zeit, weil wenn ich da irgendwie 4 Stunden im Livestream sitze und nur sterbe, ist das auch irgendwo langweilig, also ich muss mich da erstmal so ein bisschen orientieren und reinkommen. Dark Souls 2 kommt eigentlich erst für die Konsolen raus und dann für den PC, was ich sehr schade finde, deshalb werde ich es mir für die Konsolen holen. Ich will Dark Souls 2 auf jeden Fall zocken, denn ich bin ehrlich gesagt begeistert von dem Spiel, denn man muss einfach sich da mal so ein bisschen hinterklemmen, damit man das Spiel auch richtig versteht und Spaß daran hat. Ich finde, die Bosse sind super geil, die Atmosphäre ist creepy ohne Ende, man kriegt sofort Schiss, wenn da irgend so ein Riesenviech steht, was einen One-Hittet. Das ist einfach nur, einfach, das erzeugt so eine geile Atmosphäre, das kann ich gar nicht in Worte fassen, also Dark Souls ist schon richtig genial. Und am selben Tag kommt noch Titanfall raus. Ich lese hier gerade die amerikanischen Release-Dates raus. Ihr müsst einfach für die deutschen Release-Dates meistens 2 bis 3 Tage draufrechnen. Also am 11. März kommt Titanfall raus, 3 Tage vor meinem Geburtstag. Am 14. März habe ich Geburtstag und ich freue mich darauf richtig heftig. Ich habe die neuen Titans schon gesehen, die riesigen Mechs. Keine Kampfanzüge, das sind Mechs. Wer Kampfanzüge sagt, mir scheißegal, das sind Mechs. Punkt. Es ist genial. Titanfall ist schnell. Titanfall ist actionreich. Da wird sogar im Multiplayer-Modus eine Story erzählt. Und ich hoffe, viele Leute sind dabei, dass das richtig gut funktioniert einfach. Ich weiß nicht, ihr könnt rumspringen, ihr könnt in diese riesigen Viecher rein, ihr stapft da rum ohne Ende. Ich für Titanfall werde ich extra neues Equipment kaufen, damit ich das beste Erlebnis aus dem Spiel rausziehen kann, weil ich finde, Titanfall ist wirklich was richtig Besonderes, was wir in der Form noch nicht so gesehen haben. Sicherlich, wir haben Mechs gesehen und die sind auch nicht wirklich agil und Titanfall packt jetzt das Agile in das Spiel rein. Das heißt, die springen schnell durch die Gegend und hüpfen schnell rum. Und das erzeugt so eine dermaßen geile Atmosphäre in diesen Viechern. Ich kann es kaum erwarten. Ich bin hin und weg immer noch von dem Spiel. Und ich denke, dass der Hype bei mir auch garantiert nicht nach unten gehen wird. Hundertprozentig nicht. Okay, was haben wir noch im März? Wir haben zu dem Spiel ein Remake. Zu Final Fantasy X kommt das HD Remake raus und zu Final Fantasy X 2. Werde ich mir holen, aber ich denke, das werde ich mir für den Livestream aufbewahren. Ich mag Final Fantasy. Ich kann mich nicht wirklich damit befassen, wie Tidus aussieht. Das, da gucke ich direkt immer weg. Die haben Tidus so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen moderner gestaltet. Der sieht auf gar keinen Fall mehr so aus, wie noch hier auf dem Bild. Die haben das alles nachbearbeitet, die ganzen Charaktere. Der hat so ein richtig, ich würde schon sagen, wirklich teilweise weibliches Gesicht. Und ich habe keine Ahnung, warum die das machen. Sicherlich, um irgendwie, weiß ich, Fans zu gewinnen oder so. Keine Ahnung, aber vielleicht ist das so durch das HD Remodeling entstanden. Ich habe keine Ahnung, warum. Auf jeden Fall hat er so weibliche Gesichtszüge, wo ich mir so denke, warum machen die das? Ansonsten, Gameplay habe ich ein bisschen gesehen von dem Spiel, beziehungsweise einen Trailer oder was die released haben, keine Ahnung. Sah sehr schick aus, sieht auf jeden Fall toll aus. Wir kriegen FF10 in HD-Grafik, also yay. Anstatt wirklich mal ein Final Fantasy zu machen, was gut ist, denn nach 10 ist die Qualität der Teile wirklich ab in den Keller gegangen. Und das wirklich heftig.
Ich kann nichts mit dem MMORPG anfangen, was die rausgebracht haben. Ich finde, contentmäßig hängen die total hinterher und Spaß macht das wirklich auch nicht. Grafisch sieht es irgendwie so einheitlich aus. Kann damit nicht wirklich viel anfangen. Final Fantasy XII habe ich damals noch richtig gemeckert. Da kann ich mich erinnern, oh scheiße, ist nicht typisch Final Fantasy irgendwie. Und Jahre später habe ich erstmal realisiert, dass das Spiel ehrlich gesagt gut ist. Denn ich wusste ja nicht, was uns mit Final Fantasy XIII-2 erwartet. Und darüber reden wir jetzt. Okay, Final Fantasy XIII und XIII-2. Ich habe beide Teile durchgespielt. Ich wollte den Spielen eine faire Chance geben, wirklich. Das kann man in die Tonne kloppen, meiner Meinung nach. Und das gleich hinterher, wobei ich sagen muss, dass 13.2 viel besser ist als noch der 13. Da haben die wirklich ein paar Sachen wirklich verbessert. Und bei Lightning Returns haben die wieder ein paar kleine Sachen verbessert. Man kann Lightning wirklich schön ausstatten. Das Kampfsystem ist ein bisschen verändert worden. Aber womit ich mich überhaupt nicht anfreunden konnte, waren diese heulenden Charaktere in Final Fantasy 13. Och, alles ist verloren. Hoffnung. Ich sag nur Hope. Der hat die ganze Zeit nur rumgeheult. Und die stehen da immer, ja, die Welt geht unter. Und man läuft da halt nur diesen einen kleinen schmalen Weg entlang. Und plötzlich kommt man auf diese riesige Karte, so richtig wie vorprogrammiert einfach. Und dann soll man richtig heftig grinden auf einmal. Wenn man das nicht tut, grinden in Form von, meine ich natürlich Leveln. Rollenspieler wissen, was ich meine. Und ihr müsst halt leveln auf dieser Ebene. Wenn ihr weitermacht, ohne dies zu tun, kriegt ihr heftig auf den Sack. Ich habe auf den Sack bekommen, aber ich habe es trotzdem irgendwie durchgeschafft. Weiß ich nicht, die ganzen Gegner, wie das gestaltet ist mit dem Paradigmensystem, das mag ich absolut nicht. Und ich habe keine Probleme, dass sich Final Fantasy verändert. Das ist wirklich schön, das ist cool, mal von der gewöhnlichen Formel runterzukommen. Aber Charaktere sehen schick aus. Aber kann man auch wirklich sagen, dass die aus irgendeinem komischen Anime gezogen worden sind. Ich finde, die haben relativ wenig Erkennungswert. Wie gesagt, schick gestaltet auf jeden Fall. Aber Final Fantasy 13 ist absolut nichts für mich. Ich weiß noch, wie ich 2010 da saß und mir so gedacht habe, wow, das Spiel sieht fantastisch aus, Charaktere sehen noch cool aus irgendwie und wenn man sich da irgendwie so hintersetzt, nicht so wirklich. Also Final Fantasy 13, gar nicht mein Fall. Bei 13.2 haben die ein paar Dinge anders gemacht. Ich habe damals für denselben Preis die Limited Collectors Edition bekommen, das war sogar letztes Jahr. Moment, das war vor 2 Jahren mittlerweile schon, stimmt, wow, habe ich gar nicht dran gedacht. Das kam wirklich schon vor 2 Jahren raus, der absolute Hammer. Und das war sogar mein allererstes Let's Play hier auf dem Kanal. Wer mich so lange verfolgt, würde es wahrscheinlich wissen. Ja, Tatsache, ich mache das Ganze jetzt wirklich schon 2 Jahre, ist mir gar nicht aufgefallen. Jetzt, wo ich das Spiel gesehen habe, das ist irgendwie krass. Also, da muss ich mich nochmal bedanken für euren Support. Richtig geil, wow, habe ich gar nicht realisiert. Der Hammer. Wie gesagt, hier wurden ein paar Dinge anders gemacht und das war sehr schick, aber ehrlich gesagt kann ich mich kaum daran erinnern. Ich kann mich komischerweise mehr an das Spiel erinnern, obwohl das schon 4 Jahre her ist, wo ich das gespielt habe. Mit Lightning Returns, ich habe keine Ahnung, was uns so richtig erwarten wird. Also ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich mag die Final Fantasy Teile überhaupt nicht, aber ich will sie mir immer wieder ansehen und mir eine Meinung darüber bilden. Selbst Final Fantasy 15 habe ich gesehen. Kann mich wieder nicht mit den Charakteren anfreunden. Die sind so heftig, ich habe nichts gegen Animes, ich mag Animes wirklich sehr, aber diesen Stil, den die dahinter verfolgen, das mag ich absolut nicht. Wenn man sich mal aus Final Fantasy X die Charaktere anguckt, ich finde, die haben wirklich sehr viel Wiedererkennungswert, die sind nicht aus irgendeinem komischen Manga gezogen, mit irgendwelchen flippigen Haaren sicherlich. Okay, das nehme ich wieder zurück mit den Haaren, Walker und Tidus und was nicht alles, die haben alle crazy Haare, aber darauf kommt es mir einfach nicht an. Ich finde, die haben meiner Meinung nach viel mehr Wiedererkennungswert und ich hoffe, da sind ein paar Leute unter euch, die mich da irgendwie so ein bisschen verstehen können. Ich weiß nicht, was sie sich bei Final Fantasy 15 da irgendwie denken, aber ich lasse mich da auch mal überraschen. Sieht sehr actionreich aus, Echtzeit sieht mir das aus und nicht wirklich rundenbasiert. Ich lasse mich komplett überraschen, ich werde keine Vorurteile machen, aber es sieht meiner Meinung nach nicht wirklich gut aus für Final Fantasy. Wenn sich diese Serie nicht langsam verändert, dann geht die komplett den Bach runter und ich finde, dass viele Leute sich der Serie auf jeden Fall in den Rücken kehren werden. Aber dazu muss ich auf jeden Fall noch sagen, Square Enix hat es auf jeden Fall noch drauf. Bravely Default kam vor kurzem raus und ich weiß, ich rede oft über das Spiel, aber das ist ein so, so geiles Rollenspiel. Das geht gar nicht. Ich habe mir gedacht, Square hat es nicht mehr drauf und dann kam die mit dem Spiel. Rundenbasiert, geile Musik, coole Charaktere, die halt wieder so knuffig aussehen, was ich halt nicht so mag. Aber da kann ich noch drüber hinwegsehen, denn das Spiel ist wunderbar gestaltet. Sehr, sehr schöne, große Welt. Das Spiel geht super lange. Also mit Bravely Default haben die gezeigt, dass die es noch drauf haben, auf jeden Fall. Das gleiche muss wieder mit der Final Fantasy Serie kommen. Dann bin ich auf jeden Fall glücklich. Aber wir werden auf jeden Fall sehen, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Okay, soviel erstmal zu Final Fantasy und im März. Und da freue ich mich so sehr drauf. Also von allen Spieleserien
wo ich wirklich so sage, da bin ich ein Fan von der bin ich wahrscheinlich der Größte, nämlich, und jetzt kommt's, fangen wir am besten von vorne an, ich rede natürlich über Metal Gear Solid und ja, ich habe das erste Spiel für die PlayStation 1 natürlich und wer sich daran erinnern kann, wenn man Meryl anrufen muss, ich weiß nicht mehr genau, wie die Szene war, ich glaube, man war da irgendwie gefangen und kam nicht durch die Tür und die musste die irgendwie entsperren, da musste man halt die Codec-Nummer hier hinten anrufen und das war irgendwie richtig krass, ich weiß nicht warum. Die ganzen Bosse, Psycho Mantis und was nicht alles, also Metal Gear Solid ist so dermaßen geil, das ist der absolute Hammer. Ich liebe die Geschichte, ich liebe die Charaktere und mir ist so aufgefallen, ich habe nie so wirklich über Metal Gear Solid gesprochen, das müssen wir jetzt auf jeden Fall nachholen, denn Metal Gear Solid ist wirklich der absolute Wahnsinn, so viel kann ich auf jeden Fall sagen. Metal Gear Solid hat damals wirklich das Stealth-Genre komplett dominiert. Alles, was da vorauskam, hat das Spiel in den Schatten gestellt. Wie man da rumgeschlichen ist, die Musik von dem Spiel, wenn man entdeckt worden ist oder einfach wenn man gesehen worden ist und da kommt dieses Ausrufezeichen auf den Kopf und dann jagen die euch und ihr müsst euch verstecken. Es ist genial. Von der Story her, der Ninja, wie Solid Snake einfach vertont wurde. Alles von diesem Spiel ist der absolute Wahnsinn gewesen. Ich mir fehlen da komplett die Worte. Und ich habe natürlich noch viel, viel mehr Teile. Ich habe natürlich noch Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. Richtig genial. Für mich ist das meiner Meinung nach persönlich der beste Metal Gear Teil, der je gemacht worden ist. Da ist einfach irgendwas zu diesem Spiel, was ich richtig, richtig cool finde. Ich weiß nicht warum. Raiden ist es hundertprozentig nicht in dem Spiel, so viel kann ich sagen, aber irgendwas hat das Spiel einfach, dass es zu meinem absoluten Lieblingsspiel ist, geworden ist. Und ich habe mir vor kurzem, nämlich gestern, um genau zu sein, die Metal Gear Solid Legacy Collection geholt. Mit dem ersten Teil aus den 80ern, Metal Gear, dann haben wir noch Metal Gear 2 Solid Snake, dann haben wir Metal Gear Solid für die PlayStation 1, Tactical Missions ist dabei, Sons of Liberty habe ich jetzt doppelt, Snake Eater habe ich auch, aber ich finde das irgendwie gerade nicht für die PlayStation 2, das finde ich ultra schade, aber jetzt habe ich es nochmal für die PlayStation 3 und ich hoffe, das ist irgendwie die Substance-Version oder wie die da hieß, denn die war wirklich sehr cool und ich glaube aber nicht, dass die das sind. Dann ist noch Guns of the Patriots dabei. Das habe ich natürlich auch. Hier ist Metal Gear Solid 4. Habe ich natürlich auch für die PlayStation 3. Auch ein super, super cooler Teil. Und das sollte ja irgendwie alles so ein bisschen abschließen. Aber ich habe es damals schon gesagt. Ich habe es natürlich nicht Let's Play, aber ich habe es mir selber gesagt. Da fehlt noch ein bisschen was. Und ich denke, das wird mit Ground Zeroes, was natürlich bald rauskommt, nachgeholt werden. Und ich finde das so super genial. Am besten machen wir mal ein kleines Unboxing zu der Legacy Edition. Denn da ist eine Menge drin. Die steht natürlich vorne drauf. Tactical Espionage Action. Metal Gear Solid Legacy Collection 1987 bis 2012. Das ist so cool. Das holen wir mal raus, das Ganze. Da haben wir nämlich so ein schönes Booklet dabei. Da fühlen sich die Seiten irgendwie so sandig an oder so, aber das ist so dermaßen cool. Allein schon dafür hätte ich das gekauft und nicht nur für die Spiele. Ich zeige euch mal so ein paar Seiten. Alle Metal Gear Teile mit Cover, Artwork und normales Artwork halt aus dem Spiel und alles. Es ist wirklich so super cool. Wirklich der absolute Wahnsinn. Ich blätter mal hier so ganz schnell durch, um euch das zu zeigen. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Hier ist auch noch mal was drauf und hier hinten ist alles schwarz. Dann haben wir einen wunderbaren Code, den ich euch jetzt hier nicht zeigen kann. Denn das ist mein Code für den ersten Teil und Tactical Missions. Ansonsten haben wir hier die Discs. Da haben wir einmal Guns of the Patriots und auf der zweiten Disc ist der Rest drauf. Ich meine, da dürfte Snake Eater, Sons of Liberty und die alten Teile auf NES oder MSX kam das irgendwie damals raus oder so. Da sind die auf jeden Fall drauf. Alles sehr, sehr cool. Ich musste einfach die Legacy Collection haben und ihr könnt auch in der nächsten Zeit davon Let's Plays erwarten. Sobald ich mit Doom durch bin und das Ganze wieder heftig trocken wird, dann sollte Metal Gear eigentlich sofort starten. Wir starten mit dem allerersten Teil. Ich weiß nicht, ich denke, wir starten mit den PlayStation-Teilen, weil mit dem bin ich irgendwie groß geworden. Ob wir die ganz alten Teile starten, mal gucken. Ich schaue mir das auf jeden Fall an, aber ansonsten wird das Ganze ein bisschen lang, denn die Spiele gehen wirklich ein paar Stunden und ich möchte damit irgendwie noch im Januar fertig werden, also es könnte ein bisschen tricky werden. Vielleicht geht das Ganze, mache ich das so eine lange Serie und es geht in den Februar rein, müssen wir auf jeden Fall mal gucken. Aber wie gesagt, ich bin wirklich ein gigantischer Metal Gear Fan, besitze wirklich alle Teile, außer diese Substance-Teile für Metal Gear Solid 2 oder Snake Eater. Ansonsten, ich bin hin und weg von der Serie, von der Musik, von den Charakteren, wie das Spiel sich spielt, wie sich das anfühlt. Wirklich einer der bewegendsten Momente, die ich je erlebt habe in einem Videospiel, war der letzte Kampf im Metal Gear Solid Snake Eater gegen
Ich weiß gar nicht, ob ich sagen, ich sag's am besten nicht. Auf jeden Fall, der letzte Endgegner war einfach nur wahnsinnig berührend. Das fand ich so cool, ja. Da habe ich schon fast wirklich eine Träne hier so runterlaufen gehabt. Es war wirklich krass, es war wirklich super krass. Also, was Metal Gear angeht, ich habe den ersten Teil dreimal durchgespielt, den zweiten zweimal durchgespielt, den dritten, glaube ich, nur einmal. Obwohl das irgendwie mein Lieblingsteil war, ich weiß auch nicht warum, aber einmal durchgespielt und ganz auf die Patriots zweimal. Was soll ich sagen? Das ist aber auch mittlerweile schon ein paar Jahre her. Also, ich bin mal gespannt, ob ich in den Let's Plays mich an alles erinnern kann. Aber wir schauen auf jeden Fall mal rein. Okay, das ist es fast gewesen. Die letzten Spiele, die jetzt noch im März rauskommen, am 21. Infamous Second Son, habe ich schon vorbestellt gehabt. Letztes Jahr wurde ja verschoben. Dieses Jahr rein, keine Ahnung warum. Und natürlich Diablo 3 Reaper of Souls. Ich muss sagen, Diablo 3 ist... ganz im Ernst, Reaper of Souls wird das Ganze nicht besser machen. Aber ich hole mir das... weil, ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht, warum. Denn ich mag Diablo 3, ehrlich gesagt, nicht. Aber ich finde das cool, mit einem Kollegen so zusammen zu zocken und euch das Spiel einfach zu zeigen. Ansonsten, Diablo 3 ist echt ein Witz, meiner Meinung nach. Hat überhaupt nicht das Feeling von Diablo 2, ist gar nicht so dunkel. Alles so kleine Sachen, wo man wieder sich denken kann, oh, lass den mal heulen oder so. Ich mag es einfach nicht. Ich mag Diablo 3 nicht und Punkt. Ich fand den zweiten Teil mega viel besser und da sind so viele kleine Sachen drin, die mir einfach in dem Spiel nicht gefallen. Aber ich gucke mir Reaper of Souls an und ich denke, ich werde mit meinem Kollegen guten Spaß daraus ziehen. Sollte cool werden. Okay, ganz schnell noch über Metal Gear Solid Ground Zeroes, damit ihr Bescheid wisst. Das ist nicht das volle Spiel, was wir da bekommen, sondern Ground Zeroes ist ein Prolog zu Metal Gear Solid The Phantom Pain. Das haben die quasi einmal so in die Hälfte geschnitten. Wir kriegen einen Prolog. Plus das Hauptspiel, The Phantom Pain, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann es rauskommt. Ich werde mir Metal Gear Solid, Ground Zeroes und The Phantom Pain für die PlayStation 4 holen. Denn, ganz im Ernst, ich mag den Controller. Die Grafik ist ein Ticken besser. Warum nicht zur PS4-Version greifen? Das ist meine Meinung dazu. Und ich freue mich da richtig drauf. Das sind so die Spiele so... Ich freue mich am meisten, ehrlich gesagt, so auf Dark Souls, Titanfall und Metal Gear Solid. Das sind so die Spiele, wo ich einfach richtig zu abgehen werde. Hundertprozentig. Da freue ich mich extrem drauf. Und ich hoffe, ihr auch. Und ihr seid natürlich bei den ganzen Let's Plays dabei. Wird sehr Wahnsinn werden. Okay. Das soll es erstmal gewesen sein für die Wochenvorschau und eine Menge geredet. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich das so weit kriege, fast 30 Minuten heute. Denn es ist relativ trocken, es kommen Retro-Let's Plays auf jeden Fall raus und ich hoffe, ihr freut euch darauf. Jetzt habt ihr gesehen, was in der nächsten Zeit so rauskommt, von Januar bis März auf jeden Fall. Und wie gesagt, Leute, danke für euren riesigen Support. Ich habe gar nicht, bis ich jetzt die Hülle von dem Spiel gesehen habe, gar nicht realisiert, dass ich das Ganze jetzt 2 Jahre mache, seit Januar. Weiß gar nicht, wann das Let's Play gestartet ist, irgendwie Mitte... Ende, Anfang Januar, ich muss da nochmal reingucken, aber wow, das ist wirklich krass, also danke für euren riesigen Support, es ist wirklich der absolute Wahnsinn bis hierhin gewesen und ich denke, es würde es auch immer bleiben. Bleibt auf jeden Fall dabei, es kommen noch richtig heftig coole Let's Plays und andere Sachen. Ich habe sogar ein bisschen überlegt, die Wochenvorschau ein bisschen umzustrukturieren, ein bisschen cooler zu machen, aber ich werde noch nicht darauf eingehen und euch das verraten, was ich mir so gedacht habe, das sollte eine kleine Überraschung werden. Also wird so in den nächsten Monaten passieren, denke ich, und ich denke, es wird euch auf jeden Fall gefallen. Also Leute, nochmal ganz großes Dankeschön für euren Support über die 2 Jahre jetzt. Ich fehle da komplett die Worte, ganz ehrlich. 2 Jahre schon, wow, einfach nur wow. Und ihr freut euch hoffentlich auf die Spiele, die bald rauskommen werden. Es wird natürlich noch viel, viel mehr Geiles rauskommen. Aber ich habe so das Gefühl, dass 2014 relativ wenig rauskommen wird. Aber dafür sind das riesige Blockbuster-Titel einfach. Mit Metal Gear, Titanfall und was nicht alles. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich kann es kaum erwarten, 2014 startet jetzt. Wir steigen voll in die Let's Plays ein, mit Retro, mit allem drum und dran. Es wird der absolute Wahnsinn und ich freue mich wie immer auf euch, Leute. Und wenn euch die Wochenvorschau gefallen hat, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch und wir sehen uns auf jeden Fall zu mehr Gameplay und zu all den neuen Let's Plays. Habt ein super geiles 2014. Ich weiß, ich werde es auf jeden Fall haben und danke fürs Zuschauen und ich sehe euch beim nächsten Mal. Macht's gut, bye. Was geht ab, Leute? Nerd Alert Games hier. Ich wünsche euch allen frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid perfekt reingerutscht, habt eine Menge gezockt und heftig Party gemacht und euch natürlich was Ordentliches vorgenommen für 2014. 2014 wird ein absolut riesiges, gigantisches Jahr fürs Gaming auf jeden Fall. Wir haben Titanfall, Metal Gear Solid 5, wir haben Watch Dogs und noch viele, viele Titel mehr. Der Januar sieht im Vergleich zu 2014 extrem trocken aus. Wir haben Assassin's Creed Liberation, was von der PS Vita auf die großen Konsolen geportet wird. Das neue Dragon Ball Spiel, was sich eigentlich... Das sah so verdächtig aus, weil da so eine kleine Lücke ist, aber... Nope, nichts. Ja komm, Dickerchen und Kurzen, geh doch mal weiter. Da, 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 da! Ah, du! Ah! Shit!
Deshalb gehen die nicht weiter. Die wissen ganz genau, dass da jemand ist. Scheiß Blechbüchsen. Alles so designt, dass sie natürlich nur einen Schlag abkriegen.